Die Landesregierung hat heute die Entscheidung getroffen, dass sie sich bei der Abstimmung über die Anerkennung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern enthalten wird. Die Koalitionspartner sind unterschiedlicher Meinung, was die Positionierung zu diesem Thema betrifft. Und unsere Koalitionsklausel sieht dann vor, dass wir uns im Bundesrat enthalten. Das Thema Herkunftsstaaten ist kein neues. Die Grünen waren sehr früh und sehr klar positioniert bei dieser Frage. Deshalb haben wir uns auch entschieden, im Koalitionsvertrag von Anfang an zu sagen, dort, wo wir keine Einigung finden können miteinander, enthalten wir uns der Stimme und wir respektieren auch die unterschiedlichen Haltungen der jeweiligen Partner. Meine Haltung zu den sicheren Herkunftsstaaten ist ja bekannt. Ich bin der Auffassung, dass man diesen Schritt durchaus gehen sollte. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das individuelle Recht auf Asyl dadurch nicht beeinträchtigt wird, sondern dass die Individualprüfung einfach bleibt. Und ich habe nach wie vor ein Interesse an schnelleren und zügigen Verfahren. Deshalb gibt es da einfach einen Dissens. Wir haben heute lange darüber gesprochen, ob wir zum Beispiel freie Hand geben für Donnerstag, Freitag, damit man die Entscheidung nochmal überdenken kann. Aber die Positionierung meiner Koalition ist so, dass die Grünen sehr deutlich sagen, wir haben eine klare Haltung dazu, wir möchten nicht zustimmen. Und das haben wir auch respektiert. Das heißt, Rheinland-Pfalz wird sich am Freitag enthalten. Meine Haltung zu den sicheren Herkunftsstaaten ist ja bekannt. Ich bin der Auffassung, dass man diesen Schritt durchaus gehen sollte. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das individuelle Recht auf Asyl dadurch nicht beeinträchtigt, was die Positionierung zu diesem Thema betrifft. Und unsere Koalitionsklausel sieht dann vor, dass wir uns im Bundesrat enthalten. Das Thema Herkunftsstaaten ist kein neues. Die Grünen waren sehr früh und sehr klar positioniert bei dieser Frage, die berechtigt wird, sondern dass die Individualprüfung einfach bleibt. Und ich habe nach wie vor ein Interesse an schnelleren und zügigen Verfahren. Deshalb gibt es da einfach einen Dissens. Wir haben heute lange darüber gesprochen, deshalb haben wir uns auch entschieden, im Koalitionsvertrag von Anfang an zu sagen, dort, wo wir keine Einigung finden können miteinander, enthalten wir uns der Stimme und wir respektieren auch die unterschiedlichen Haltungen der jeweiligen Partner. Die Landesregierung hat heute die Entscheidung getroffen, dass sie sich bei der Abstimmung über die Anerkennung der Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländern enthalten wird. Die Koalitionspartner sind unterschiedlicher Meinung.